Was geht, Emdal? Ohne Ton, leider bist du noch auf der Arbeit. Alles klar. Einfach das Gleiche? Scheiß drauf. Kann ich hier irgendwo schreiben? Was wollte ich gerade tun? Oder irgendwas machen? Einen wunderschönen Marlon. Was geht denn ab? Und schon wieder mitten in der Sucht? You love me, you riding, so you never ever leave from beside me, cause I want you and I need you. Let's go, let's go. Ach so, okay, krass. Ja gut, ne? Er läuft ja nicht weg. Es hat schon wieder aufgehangen, ne? Oh geil, erstmal ein paar Follower bei Ihnen, Junge. Oh Junge, Junge. Boah, ich bin echt noch ein bisschen müde, ne? Dabei habe ich heute so viel länger geschlafen als gestern. Vielleicht ist das Problem, ey. Und ich habe noch keinen Kaffee. Boah, und ich brauch's einfach nochmal, ne? Ich habe das Lied, glaube ich, gestern, seitdem ich es einmal gehört habe, habe ich es gestern bestimmt wieder 80 Mal gehört. Ja, come on. Hello, das geht Tribunstoller. Ja, komm. Komm. Ah, es lohnt sich halt einfach mal, den FM neu zu starten. Jedes Mal, wenn ich ihn neu starte, kriege ich ein Talent. Ah, okay, Moment. Er ist 15 und hat eine 65 als Torwart. Ah! I don't know. Rappin' bitches, bitches and rappin' these bitches. Ha, ja! Er ist zwar nachtragend, aber wen juckt das? Ja! Einfach besser, Junge. Komm in meinen Verein, du schöner Mann. Ist nicht ganz perfekt. Ich meine, er ist 15, ne? Aber ich meine, scheiß auf das eine Jahr. Wird mir sogar angezeigt? Schloll. Mir wird sogar angezeigt, dass Emdal, also es wird angezeigt im Chat, dass Emdal den Stream ohne Audio guckt. Bild. 2 10-Sterne-Talente. Jetzt könnte dann aber auch mal, also ich würde jetzt dann auch ein Dings nehmen, ne? Ein 12er? Ja gut, vielleicht kann man das einfach auch selber reinmachen. Weißt du? Und da hat er es wahrscheinlich, war da, aber hat es vergessen rauszunehmen oder so. Ich habe gestern übrigens, also gestern Abend habe ich dann bestimmt auch noch, keine Ahnung, 5, 6, 7 Mal hier den, wie heißt das? iShow Speed gehört. Das machen wir jetzt auch nochmal. Hast du mir was mit dem hast du mir was angetan, ey. Aber so richtig. Auch das andere, das Shake, was du mir geschickt hattest, habe ich mir auch noch voll oft angehört gestern. Hey. Oh Mann. Ey. Hey, tschüss. Ich finde das so geil. Where the edge, bro? We're the same height. Das ist super. Hallo. Na, Alessandro? Der gute Pilato? Hast du Bock, ne? Hallo? Öfter hier? Das Lied ist mir gerade viel zu sad. Wir hören jetzt das. Was geht, Vegeta? Ich freue mich auch über 8 und 9 Sterne-Talente. So ist es nicht, aber ich freue mich auch über 10 Sterne-Talente. Besonders über 10 Sterne-Talente. Ich freue mich immer über 8, 9 und 10 Sterne-Talente. Mein, was meinst du? Ey, das ist so insane, was wir für Talente mittlerweile haben, ne? Und die langsam, und so langsam kommen die sogar nach oben hier. Wir haben jetzt schon einen hier, also zwei eigentlich haben wir in der zweiten Mannschaft schon. Also so langsam kommen die sogar in unsere Mannschaft und werden relevant und das ist super geil, ey. Ich freue mich richtig da drauf. Nur leider haben die jetzt am Anfang noch relativ schlechte Charaktereigenschaften, ne? Na, la, la. Okay, krass. Vegeta, vielen Dank für den Sub. Vielen, vielen Dank. Absolut Ehre. Dankeschön. Not a lot of love. Ich freue mich auf dich. Kommst du schön in meine erste Mannschaft, machst du schön alle weg. Ah. Not a lot of love. Boah, 2 10-Sterne-Talente in der B-Jugend. Plus dann ja nochmal 3 9-Sterne-Talente, ne? Oh. Oh. Irgendwie, ich weiß nicht, wie ich darauf komme, ne? Aber für mich fühlt sich Tottenham gerade ähnlich an wie damals die Köln-Karriere. Bin ich halt voll ehrlich. Wir haben hier zwar einen stärkeren Verein, also einen stärkeren Grundverein, aber von dem, was wir hier schaffen und was hier passiert in dieser Karriere, auch die Talente, die wir jetzt gerade schon bekommen, das sind solche Banger-Talente. Also, fühlt sich krass an. Ich? Oder fragst du Marlon oder so? Ich gucke keinen Fußball. Ich wusste nicht mal, dass gestern Champions League Auslosung war. Also ich habe es bei Marlon gesehen, aber... Nee, ich wusste, hatte nicht mal auf dem Schirm, dass die ist. Ach, Marlon. Ja, weißt du, warum nicht? Weißt du, warum Tottenham von euch aufs Maul bekommen wird? Weil sie mir noch kein Millionenangebot als Manager gemacht haben. Genau deswegen. Weil das Lappen sind. Und, ne, wenn die mal hier, wenn die mal wirklich, ne, ihres, ich meine, die haben ja Leute, die sich mit dem Thema beschäftigen, ne? So, da müssen die sich einfach nur mal meine Erfolge angucken, ne? Guck dir das an. Erste Champions League der Vereinsgeschichte nach 3 Jahren. Wir werden bestimmt auch noch Meister. So, hallo? Was soll ich denn noch machen? Mehr kann man halt wirklich nicht verlangen. Ja, macht absolut Sinn. Also Tottenham, wenn ihr das hört, ich warte. Dass wir gegen Charlton unentschieden spielen, siehst du, gewinnen wir. Muss man belieben. Sag ich euch, gehört nichts. Also Tottenham, wenn ihr wollt, ne? But then I have to speak English. Ich rede einfach weiter Deutsch, auch bei Tottenham. Ich stehe da einfach. Nein! Bring den einfach allen Deutsch bei. Aber wenn die mir, keine Ahnung, wenn die mir ein paar Millionen im Jahr bezahlen, dann rede ich auch Englisch. Ist mir scheißegal. Chelsea? Enttäuschend. Enttäuschend. Ich muss mir gleich auf jeden Fall noch einen Kaffee machen, ey. Honduras. Guter Call. Kaffee? Kaffee ist immer ein guter Call. Guckt euch diesen wunderschönen Typen an, ey. Aber er ist halt... Ja gut, die wachsen ja sogar noch ein bisschen, ne? Also, ein 1,78 großer Torwart wäre jetzt vielleicht nicht ganz so geil, ne? Aber ich meine, der ist ein 10-Sterne-Talent, ne? Wenn der 1,78 ist, dann hat er halt am Ende 99 Sprungkraft und hält sowieso alles. Ist ja wie so ein kleiner Yoda im Tor. Something in my cup. Ja, das werde ich jetzt auch machen. Ich werde jetzt auch Something in my cup pouren. Ich hole mir noch einen Kaffee. Bin sofort wieder da. Da bin ich wieder. Ah, Moment. Ah. Oh ja, das könnten wir machen tatsächlich. Da muss man bei Erinnerungen eigentlich immer... Ah ne, wir müssen gar nicht ändern. Ja, Notiz, let's go. 15 Jahre, 1,78. Würde mich auch mal interessieren, wie groß der wird. Also wie sehr der gewachsen ist dann. Oh, wir haben einige unfaire Gehälter. Aber läuft ja so schon mal ganz gut, ne? Vorbereitung. Also die Transfers, die wir gestern noch gemacht haben, die sind ziemlich gut gewesen, ey. Ist halt nur jetzt diese Saison... Erwartungen sind halt hoch, ne? Jetzt, nachdem wir letztes Jahr die Champions League gewonnen haben, sind die Erwartungen halt jetzt noch ein Stück höher. Aber vielleicht können wir dieses Jahr Kane ja mal seinen Wunsch erfüllen, auf allerhöchstem Niveau durchgehend zu spielen. Wäre gar nicht so bad. Ich glaube, das war letzte Saison, war dieses auf allerhöchstem Niveau spielen tatsächlich erst erfüllt, als wir die Champions League gewonnen haben. Keine unfairen Gehälter mehr. Habe ich schon. Sehr gut. Alles klar, Geburtstoller. Nee, ich glaube gerade nicht. Gerade bin ich lieber so für mich. Oh Junge, schnell Kaffee rein, ey. Boah. Er müsste eigentlich die ganze Zeit, müsste der irgendwie so intravenös, müsste der zugeführt werden. Oh, Junge, 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 ich bin heute echt so müde, ey. Das ist unglaublich. Dabei habe ich echt sogar länger geschlafen, ey. Aziz, was geht? Moin, nein, wir können Hansi Müller Mbappé immer noch nicht kaufen. Nee, 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 nee. What to do? Ah, muy bien. Sagt man das so? Ich habe keine Ahnung. Sí, muy bien. Ah, sí. War ich in Spanisch, hä? Main. Linguistikmeister. What to do? Den schmeiß ich direkt raus. Ich schwöre, der kommt weg. Wie heißt der? Alan Avery. Alan... Nee. Bitte, was, por favor? Was, por favor? Ey, ohne Scheiß, wenn man eine Sprache nicht spricht und diese Sprache einfach sieht, dann sieht das einfach aus wie Klingonisch. Außer es ist irgendwas aus dem asiatischen Raum, das sieht dann aus wie, keine Ahnung, Hieroglyphen oder so. Hieroglyphen denkst du ja auch nur so, was, Vogel? Anubis? Was? Außer du kannst sie lesen. Nice. Was ist das eigentlich für ein Emote, Alter? Ist ja voll geil. Brauche auch so ein Facepalm oder sowas. Moin, Alex. So ein bisschen zu früh dafür, oder? Für was? Bier? Wir hatten was von Bier gesagt. Habe ich was verpasst? Ja, ja. Aber für Bier ist zu früh. Ach so. Ach, ein Bier bitte oder irgendwie sowas? Könnte ich ein Bier haben oder so, heißt es dann wahrscheinlich? Aber es ist immer V4. Nach 4 ist vor 4. Nach dem Bier ist vor dem Bier. Ist so. Ja, wo ich ja so ultra viel Bier trinke, ne? Ich glaube, ich habe seit 8 Jahren kein Bier mehr getrunken. Man kann auch ohne Spaß Alkohol trinken. Oh, super. Oh, kann auch ohne Spaß Alkohol. Oh, super. Ist nicht bald dann auch das Trainingslager für die zweiten Mannschaften fertig sein und so? Warum hört sich mein Ding so komisch an? Warum? Ah. What the fuck? What is happening? Warum macht das gerade? Machst du das jetzt bitte nicht mehr? Ja, er macht's nicht mehr. Okay. Okay, jetzt ist wieder normal das Mikro. Es war gerade irgendwie weird. Oder? Ist es das? Ja, ist es. Keine Ahnung, was gerade los war. Ich weiß auch gar nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber ich merke das einfach sofort, wenn damit irgendwas nicht stimmt. Als ob City nur eine 912 hat. Glaube ich ja schon fast gar nicht. Was? Naja, ist okay, ne? 4 Tage, 2 Tage. Ja, aber wir chillen jetzt, ne? Wir haben jetzt als nächstes dann, ne, McDonald's, Community, Shield und so, ne? Da chillen wir dann jetzt. Ja, wir haben ja recht viele Sachen schon gemacht. Recht viele Spiele. Und das ist okay. Oh, ich war da. Habe ich nicht drauf geachtet, was da stand. Wenn ich natürlich auf der Titelseite bin, dann muss ich ja mal gucken. Sonst einfach Kürbiskernölform trinken. Was? Ich habe schon lange nichts mehr getrunken. Ich denke, dass ich mittlerweile auch nichts mehr vertrage. Ich glaube, ich auch. Also ich werde auch, glaube ich, nichts mehr vertragen. Obwohl, keine Ahnung. Es heißt nicht einfach körperlich bedingt, wie viel man verträgt. So ein bisschen natürlich auch, ne? Wenn du viel öfter trinkst, dann hältst du natürlich auch mehr aus als andere, ne? Aber ich habe halt generell immer mehr ausgehalten als andere, weil ich halt schon immer ein bisschen mehr auf den Rippen hatte. Aber hilft Kürbiskernölform trinken? Hilft das? Keine Ahnung, habe ich noch nie gehört. Ja, Hertha, natürlich. Der Hassel. Ich habe gestern gestern eine Nachricht. Ich mache ja meine ganzen Alerts und sowas, mache ich ja über Stream Elements. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass trotzdem irgendwas mit dem Mikro nicht richtig ist. Aber es hört sich normal an. Hallo, hallo? Nee, hört sich normal an. Das ist in meinem Kopf gerade. Wild. Und dann habe ich von so einem Stream Elements nach dem Stream eine E-Mail bekommen mit den Stats quasi. Und da stand einfach oben drüber, der Hustle ist real. Ich dachte mir so, ja. Mama. Echt? Was? Das ist ja voll das Wundermittel. Warum habe ich davon früher nichts gewusst? Obwohl, hört sich vielleicht komisch an, aber ich glaube, ich hatte in meinem Leben bis jetzt einmal einen Kater. Egal wie sehr, wie viel ich getrunken habe. Einmal habe ich Kater gehabt, aber da hatte ich von dem Abend auch einen Blackout. Also habe ich mich wirklich an nichts mehr erinnert, was an diesem Abend passiert ist. Aber sonst hatte ich nie einen Kater. Bis der Effekt weg ist, dann schlägt es richtig ein. Ah, also unterdrückt das quasi, ja. 109 Tage Pickford. Ja, so viel zu unserem zweiten Torwart, ne? Ach, was? Boah, was ein Bullshit, 109 Tage. Achillessehnenriss. Was haben die gemacht, die beiden? Naja, wir haben ja bald einen Torwart, ne? Nachtragend ist halt... Nee, brauchen wir nicht. Zur Not nehmen wir halt den aus der zweiten Mannschaft. Dann macht Messli hier hoffentlich genau das gleiche wie letzte Saison und spielt einfach immer. Die haben 56, wir haben 53, ne? Schreib mir mal den Turbo. 60. Get that through the storm. Erstmal speichern, damit ich reloaden kann, falls wir verlieren. Nein, ich will einfach raus haben. Ja, habe ich mir schon fast gedacht, ist schon wieder Dings raus gewesen. Ja, wenn ich eh nochmal ein Lied selber anmache, dann hören wir das nochmal. Ich glaube, ich muss mir mal ein neues Kabel kaufen. für mein Mikro. Und diesmal werde ich auch teure Kabel kaufen. It's straight up. Oh. Lol, imagine du sagst dem Harry Kane, er soll sich mal körperlich ein bisschen stärken, Junge. Dann tritt er dir wahrscheinlich vors Schienbein und sagt dir das Gleiche. Er wird nicht fair bezahlt. Ich meine, ihm können wir eigentlich auch sagen, du bist, hast eine Stammplatzgarantie, ne? Juckt halt nicht. Aber Digga, du wirst jetzt sogar sehr fair bezahlt. Gönn dir alles, was du möchtest. Du verdienst mehr als ich, also heul nicht, Junge, dann. Wehe. Also wenn dir das ein José Mourinho oder Conte sagt, dann machst du das auch. Ja gut. Aber man muss halt überlegen, Kane ist bei uns jetzt halt auch schon, ne? Er ist halt auch 31. Der weiß halt auch, wie der Fußball funktioniert, ne? Und er weiß halt auch, ist halt auch um seine körperliche Verfassung, ne? Aber naja, gibt wahrscheinlich immer noch Verbesserungspotenzial. Stimmung ist schon wieder komplett am Arsch. Die Stimmung in dieser Mannschaft geht mir echt oft so auf die Eier, ne? Jawohl, Kane, Junge. Ich sag, er kann nichts mehr, das ist hier. Zeit ist jetzt vorbei. Und wir hatten sogar eine gelb-rote Karte. Boah, was war denn das für eine Tretertruppenspiel, ey? Aber von beiden Seiten. The fuck? Aber uns nicht gar nichts geschenkt hier. Jawohl. Noch ein Titel. Wir gewinnen auf jeden Fall dieses Jahr auch die erste Clubweltmeisterschaft des Vereins. Habe ich beschlossen. So, erster Gegner direkt mal Leeds. Der schwerste kommt halt, ne, wenn das schwerste zum Anfang kommt, dann hast du es halt schon hinter dir, ne? Ja, Pickford, Verletzungspech in der Vorbereitung. Juckt doch keinen. Also die Champions League war die erste der Vereinsgeschichte. Conference auch? Oh, ich war gerade so, no. Nee, oh boah, ich dachte, es wäre Kamerun kurz. Es ist Ghana. Es ist Ghana. Ich dachte, es wäre Kamerun. Oh, ich war kurz beliebt. Ich hätte sofort unterschrieben. Oh, das wäre es jetzt gewesen. Imagine, die geben uns sogar Kamerun. Ja, Vorbereitungs-Main, ne? Moin, Takuya, was geht? Einen wunderschönen. Oh, wir haben den höchsten Marktwert der Liga mittlerweile und wir sind auch die stärkste Mannschaft. Naja, wird sich noch ein bisschen einpendeln, ne? Wir werden viel rotieren die Saison. Ich glaube 34. Der letzte Saison war der 33. Also 33 oder 34. Ist der. Ja, wir haben ziemlich viel Geld ausgegeben. Das hier stimmt nicht. Wir haben Plus gemacht in Transfers. Also wir haben hier keine negative Transferbilanz von fast 100 Millionen. Das ist Bullshit. Ja. Aber ich nehme das, ne? Die Medien. Das ist so ein richtiger, so eine richtige Clickbait-Headline ist das, ne? Sehe ich da. Tottenham gibt 97 Millionen für neue Spieler aus. Und dann im Kleingedruckten steht, aber sie haben auch dafür Spieler verkauft und sind mit einem Transfer Plus eigentlich aus der Saison gegangen. Oder aus der Transferphase. Ja, ich bin gespannt. Naja, ich sag, wir werden Meister. Ja, es wird schwierig, ne? Okay, Messli hat seinen neuen Vertrag unterschrieben. Wunderschön. Aber vielleicht bekommen wir ja Kamerun. Oh, mir fällt gerade auch was ein. Ich muss gerade mal eben was nachgucken. Ey. Mhm. Steht da nicht drinne? Ungefähr um wie viel Uhr? Komm, heute eine wichtige Lieferung. Mein Staubsauger kriegt seinen Schlauch wieder. Ja, Pickford wird trotzdem nominiert, ne? Aber die nicht. Und diese Lieferung, die ist sehr, sehr wichtig. Ich würde gerne meine Wohnung saugen. Hier sieht's aus wie Sau, ey. Und ich habe einfach gar keinen Bock, die Bestellung im Paketladen abzuholen. Nur weil ich die Klingel nicht höre. Hierarchie sieht auch schon besser aus wieder, ne? Ich sehe schon, ne? Er hat schon eine 71. Oh Gott, ey, der kommt aus der Jugend raus, ey, und wird alles zerstören schon. Ja, wird wunderschön. Was hat denn der für Werte eigentlich? Oh, die Werte sind auch schon alle voll insane, ne? 90 Antritt, 90 Schnelligkeit, 88 Beweglichkeit. Junge, der rennt doch jetzt schon allen weg. So. Blöde ist, die ganzen 10-Sterne-Talente, die brauchen halt jetzt noch eine Weile, ne? Aber wenn die erstmal da sind, uff. Jawohl. Okay. Zwei Tore von Keiki. Eins von Son. Sehr gut. Nice. 5-0 gewonnen gegen Leeds. Ich mache mal die Musik für mich ein klein wenig leiser. Für euch dafür wieder ein bisschen lauter. Ich will gerne die Dings hören. Ich will gerne die Klingel hören. So, 5-0 gewonnen. Ja, das kann man machen auf jeden Fall zum Auftakt in der Liga, ne? Gegen Leeds dann auch noch. Ich meine, ich hasse Leeds. Die sind so auf den Sack gegangen die letzten Saisons. Kann man mal hassen. Oh, was ist denn heute los? Oh, boah. Ich glaube, das liegt am Wetter oder so. Ich fühle mich einfach so komplett Matsche. Als hätte ich eine Stunde geschlafen. Ich habe keine Ahnung, ey. Ich schwöre, ich könnte jetzt die Augen zumachen im Sitzen und ich würde wahrscheinlich einschlafen. Einer. Nice, 2-1 vorne. In der Halbzeit sogar noch. Fofana ist nicht ganz so gut unterwegs. Aber Gil mit einer 1,0. Geil. Jawohl! Nächster Pokal in unsere in unserem Schrank. 2 Eigentore haben die gemacht. 5-1 gewonnen gegen Liverpool. Grevonimo, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir. Boah, ich bin nur am Gähnen, ey. Das ist schrecklich. Oh Gott. Ja, das war ein verdammt gutes Game, ne? Und jetzt haben wir das Community Shield geholt. Jetzt haben wir den Super Cup geholt. Das, also Pokale hat Tottenham mittlerweile ganz gut eigentlich, würde ich sagen. Aber wenn man mal so überlegt, ne? Wir haben jetzt innerhalb von, glaube ich, also innerhalb von 3 Saisons sind da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Pokale gekommen. Also, ne? 5-1 gegen Liverpool muss man erstmal machen, ne? Aber wir sind momentan auch jetzt wieder insane drauf, ey. Unsere Mannschaft ist so gut geworden jetzt über die letzten Jahre. Die haben auch so die haben auch so hart improved über die letzten Jahre, unsere Leute. Got that. Oh. Ja, also läuft auf jeden Fall hart, ey. Mach jetzt nicht genau da weiter, wo der andere aufgehört hat, ja. Der zweite Kaffee ist drin, es fühlt sich immer noch nicht besser an, ne? I got PTSD. Ja gut, ne, eigentlich auf einer 86. Er hat halt eine gute Form und eine gute Moral gerade, ne? Aber deswegen ist er auch noch bei uns, weil der ist einfach krank. Ja, Bellingham möchte auf allerhöchstem Niveau spielen, aber zur EM wird er nicht mitgenommen bei England. Ja, Grundstärke ist auch, mit 86 ist die Grundstärke super, ey. Sehr. Stimmt, der kommt ja dann auch schon dieses Jahr hoch, ne? Thomas, was geht? Ja, der ist echt, also den kann man echt gut holen. Kozlowski ist, der ist auch am Anfang dann wahrscheinlich, wenn man den direkt am Anfang holt, ist er auch nicht so teuer, ne? Ich meine, wir mussten 60 Millionen für den bezahlen, aber wir haben den ja auch erst quasi ein bisschen später geholt. Kann mir vorstellen, dass der am Anfang auch schon richtig gut ist direkt. Okay, gib mir eine 6. Ei? Was hat er gemacht? $4-0. Übrigens, er ist auch ein absolutes Biest, ne? Alfie. Ja, ich habe auch Bock auf den neuen Patch schon, ja. Bin gespannt, was es alles wieder Neues gibt, so. Das sieht gerade ganz gut aus, ne? Und noch keine Karte kassiert. In 2 Spielen. Muss man erstmal machen können. Oh, nice. Aha, ist immerhin schon mal besser als alles, was unser anderer Jugendtrainer gefunden hat, aber nee. Die Spieler nicht zum Geburtstag eingeladen. Ach, ich hatte Geburtstag. Ja, wie alt bin ich denn geworden hier? 30. Eine ferne Zukunft. Eine ferne Zukunft. Gar nicht mehr so fern. Mit 24 ist es soweit, ja. Yikes. Ba, 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 ba. Alle wollen Stammspieler sein. Ihr wisst schon, dass das nicht möglich ist. Du kommst nicht zum Zocken. Ah, passiert. Ja, letzte Saison aber schon, ne? Der ist schon seit letzter Saison bei uns. War sehr teuer, aber hat sich sehr gelohnt. Der war echt sehr gut, ey. schwierig, aber Publikumsliebling. Oh ja. Hä, warte mal, da ist doch Shake. Ey, das ist wieder auf Spotify mal. Ey, ey, ey. Ja, für einige Spieler gehen die ablösen, die gehen echt bis ins Unendliche, ey. Das ist voll wild. Irgendwann entwickelt sich das so krass. Boah. Boah. Für den Ironman-Triathlon? Heieieiei. Ja, für mich ist das schon ein Ironman-Triathlon, wenn ich morgens aufstehe und zum Kühlschrank gehe. Ey. Fühlt sich genauso an. Respekt, ey. Danke für den Follow. Hello there. Shake, 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 shake. Shake that ass. Shake that ass. Come back. Mono, 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 mono. Hit the road. Don't you come back no more. Mono, mono. Mann, warum bin ich heute so kaputt? Ich will nicht so kaputt sein. Aber krass, dass du das alles so unter einen Hut bekommst, ey. Arbeit, Kinder und dann noch trainieren. Ich glaube, das ist halt auch, da musst du halt auch nicht wenig machen. Junge, der ist auch so durch die Decke gegangen jetzt die letzten Jahre, ne? Seit seiner Leihe ist er einfach kontinuierlich immer besser geworden und bringt auch so eine überragende Leistung die ganze Zeit, ne? Ja, easy going, ne? Trotz roter Karte von Doku. Count Doku. Ja, da war erstmal sich wieder eine Schlappe auf den Hinterkopf gefallen lassen. Beste Chancenverwertung der Liga. Wir haben noch kein Gegentor kassiert, ne? Wir stehen 12-0. Gut, war halt auch ein dankbarer Auftakt, ne? Muss man sagen. Down below. Down below. Und so sehe ich das gerne. Wir brauchen keinen Torschützenkönig, ne? Aber wir haben viele Leute, die Tore machen. So sehe ich das richtig gerne. Mannschaft muss gewinnen, nicht der einzelne Spieler. Ja, aber wirklich, Thomas, ey, absolut Respekt dafür. Ich finde das immer krass, ey. Wenn man so viel unter einen Hut kriegt. Champions League-Auslosung. Oh, Bayern, Monaco, Brügge in unserer Gruppe. Bayern nur Lust auf 2. Oh, wow. Die waren nur 4. letzte Saison. Lappen. Aber ist natürlich dann noch klar, ne, dass da wenig Zeit zum Zocken dann ist, ne? Die Gruppe ist aber auch cool, krass, ey. Inter Mailand, ich meine, ne? Gegen Inter Mailand haben wir letztes Jahr im Finale gespielt. Der Champions League. Porto los Top 1. Leipzig los Top. Sind die Meister geworden? Die sind Meister geworden. Leipzig ist einfach Meister geworden. Habe ich nicht gesehen. Ich weiß, kennen die. Warte mal. Schauen wir mal die Gruppen an. Das Problem ist, meine Meinung dazu ist überhaupt nicht fundiert. Da ich halt keinen Fußball gucke, ich kann halt keine Mannschaft einschätzen. Ne? Ich kann nicht sagen, welche Mannschaft momentan gut oder schlecht ist oder... So, nicht Motorsport. Hallo, Kicker! Champions League. Oh, ist das komisch dargestellt. Warum denn so unübersichtlich, Kicker? Boah, Liverpool, Neapel, Amsterdam und Glasgow ist halt aber auch eine krasse Gruppe, ne? Brügge, Leverkusen, Atletico Madrid und Porto. Ja, ab in die Euroleague Leverkusen, ne? Boah, was? Barcelona, Inter Mailand, Bayern und Pilsen? Was ist denn das für eine Gruppe? Ja, die Frankfurt-Gruppe kenne ich schon. Tottenham auf jeden Fall auf 1. Chelsea, Mailand, Salzburg, Zagreb, Leipzig, Madrid, Celtic und Schachtja. Boah, City und Dortmund mit Kopenhagen und Sevilla in einer Gruppe. Boah, die ist aber auch krass mit Juventus, Benfica, Paris und Maccabi Haifa. Also die Gruppen sehen so ziemlich cool aus, ne? Haaland gegen Dortmund war so klar. Und Lewandowski gegen Bayern. Ja, ist so, ne? Irgendwie wild. Ja, die Gruppen sehen aber alle sehr interessant aus. Gerade die Bayern-Gruppe, die sieht halt einfach voll die... Das ist so diese Zerstörergruppe, weißt du? Aus dem FM. Das ist ja auch beim FM meistens eine Gruppe, wo einfach... The fuck. Ich meine, das arme Pilsen. Das muss einfach gegen Bayern, Inter Mailand und Barcelona. Ich meine, das ist wahrscheinlich geil für Pilsen, ne? Ich meine... Das ist auf jeden Fall Weltklasse gegen die, die da spielen, ne? Ich weiß jetzt nicht, wie Inter Mailand in echt drauf ist gerade. Aber der Kader von Inter Mailand dürfte ja auch nicht so schlecht sein, oder? Wir haben Lukaku. Der spielt immer noch Dzeko? Was? Weißt du, ich guck so, ich sehe Korea, ne? Hier, ich sehe Korea, denk so 28, boah, der ist aber auch alt geworden, ne? Dann sehe ich so 13.08.94 und denk mir so, shit, ich bin einen Monat älter als oh. Also wenn das kommt, Geronimo, dann bist du aber auf jeden Fall, glaube ich, reich. Ich will gar nicht wissen, was die für eine Quote auf Gruppensieg haben. Ah ja, das habe ich glaube ich auch wieder nicht gemacht, ne? Hm. Haben sie halt wieder im Offensivmittel gespielt. Juckt nicht. Ich gestern gar nicht mehr dran gedacht. Oh. Damn. Wird einfach ein Nübel angeboten. Nee, wir brauchen keinen. Wenn sich Messli verletzt, dann nehmen wir einen aus der zweiten, den Torwart aus der zweiten. Das ist richtig. Oh, die Marktwerte. Oh, die Marktwerte. Wunderschön. Reich. Warum bin ich da? Was hat denn das damit mit mir zu tun? Ja, ihr werdet noch sehen. Die Transfers, die waren gut, die wir gemacht haben. Werdet noch sehen. Pedri ist jetzt bei Liverpool. Are you joking? Na, ist okay. Sonst haben. Und De Jong ist bei Chelsea. Wir haben noch geholt Pickford als Ersatztorwart. Der hat sich jetzt natürlich langfristig verletzt ein bisschen. Natürlich. Dann haben wir uns noch Ignacio geholt. Als Innenverteidiger. Ja, dafür ist Sanchez dann gegangen. Und dann haben wir uns noch Hugo Siget geholt als Rechtsverteidiger-Talent. Weil auch Dorothy gegangen ist. Also sein Vertrag ist ausgelaufen. Achso, Sanchez ist ja sogar noch da, ne? Oh, ich bin so ein Idiot. Ich habe vergessen, Sanchez zu verkaufen. Ah, na, dann haben wir jetzt 5 Innenverteidiger. Scheiß drauf. Dann im Winter. Dann verkaufe ich Sanchez im Winter. Ah. Was ist denn heute los? Ablösefrei alle? Also das hier sind nur Laien, die wiedergekommen sind, ne? Und die anderen haben halt Geld gekostet. Ja, 65 Millionen, 32 Millionen, aber das ist für uns ja fast ablösefrei. Muss man so sagen. Klingt komisch, ist aber so. Oh, wow. Einzelspieler und nachtragend. Hm? Nö, nicht überteuert, auf jeden Fall nicht. Auch, ich finde zum Beispiel auch, also wir haben bis jetzt, finde ich, noch keinen so richtig überteuerten gekauft. Ich finde, Joschko war ein bisschen teuer, aber ich meine, wenn man überlegt, ne, den haben wir für 110 Millionen geholt und der hat jetzt auch schon 80 Millionen Marktwert. Auch Bellingham hat ja 180 Millionen gekostet, aber auch Bellingham fand ich nicht überteuert. Man muss halt immer überlegen, was man damit, also was diesen Preis ausmacht. Und der war ja 19 und war schon richtig stark und der ist ein super Talent und offensichtlicherweise auch ein super Talent. Ja? Und ich fand auch Bellingham nicht überteuert. musst du halt so viel ausgeben mittlerweile für solche Spieler. Bin bei Leicester ein heißer Kandidat. Nice. Ich wäre gespannt, wie die Saison laufen wird, ne? Weil wir jetzt, bis auf halt gegen so richtig starke Mannschaften, da werden wir auf jeden Fall die Rotation drin lassen. Guckt euch das mal an, was wir momentan machen. Ja, auf jeden Fall. Safe. Wenn nicht sogar höher. Ja, Son mit 3 Buden, ne? Mit einem Tor, eine Vorlage von Dybala. Ronno mit einem Tor. 5-1 schon wieder gewonnen. Okay. Let's go. 4 Spiele gespielt, 4 gewonnen, 17:1 Tore. Okay. I take it. Ich hinterfrage das gar nicht. Ich nehme es einfach so hin. Schon gerade bester Torschütze der Liga. Aber es würde mich auch so freuen, wenn er jetzt nochmal, der ist gerade auf einer 93. Alright. Alright. Bellingham hat eine feste Ablöse. Moment. Ja, aber 120 Millionen ist auch eine ganze Menge. Die haben sich Würz geholt. Würz mal kein 10-Sterne-Talent. Sehr verrückt. 15 Jahre, 65, 9-Sterne-Talent, schnell zufrieden, leck mich am Arsch, ey. Wild, ey. Aber Bellingham wird tatsächlich voll gut zu Liverpool passen, glaube ich, oder? Oh. Gut, dann werfe ich ja gleich wieder raus. Ja, ist halt leider so, ne? Damit hat Dortmund ja in der Vergangenheit auch schon öfter zu tun gehabt, ne? Aber dafür kriegt es Dortmund halt auch immer wieder hin, das muss man denen halt hoch anrechnen, solche Leute zu finden, zu fördern und dann auch so zu fördern, dass sie sich dann bei Weltklasse-Clubs auch behaupten können, ne? Die 17 Ausbildungsvereine in Deutschland und dann noch Bayern. Ja? Maybe. Hat ja auch gerade niemand von gesprochen, Newe, oder? Also hat ja gerade auch niemand angekreidet, dass Bayern so viel kaufen würde oder so. Geht nur darum, dass Bayern eher, ne? Keine Ahnung, gestandene Leute hat. Grüße, Amend. Boah, Leute, ich muss euch aber, glaube ich, leider für den Moment enttäuschen, ey. Mir ist gerade so ein bisschen schwindelig und so. Ich glaube, ich muss mich nochmal hinlegen, ey. Boah, ich bin echt am Arsch heute. Ich habe keine Ahnung, was mich in der Nacht überfahren hat, aber ich kann mich echt kaum konzentrieren, ey. Ich glaube, ich würde den Stream nochmal ausmachen, nochmal ein bisschen chillen gehen und dann vielleicht später nochmal online kommen. Je nachdem. Weil irgendwie gerade ist ziemlich eklig. Gerade ist sehr, sehr eklig, ey. Ja, und ich glaube, das mache ich auch. Dieses Erwachsensein und so. Ja, ich muss echt noch ein bisschen chillen, ey. Heute ist echt ein bisschen wild. Ja, ich glaube, das mache ich auch. Ist denn irgendein anderer live? Maybe. Nee. Guck mal, ob irgendwer anderes noch live ist. Tatsächlich, Meo ist live. Ich hoste euch rüber zum Meo. Dann könnt ihr da zuschauen. Meo ist auch immer sehr gut dabei. Ja, wir haben gestern Abend noch gespielt, yo. Ja, und ich gucke auf jeden Fall, dass ich später dann noch wieder live komme, ne? Aber gerade ist wirklich echt ein bisschen eklig. Gut, ich hoste euch rüber zum Meo. Ich wünsche euch viel Spaß. Und ihr merkt ja dann, wenn ich wieder live bin. Ich werde mich das noch ein bisschen aufs Ohr hauen, ey. Puh. Der Antivirus-System wird die Exe gelöscht haben. Musst du da mal gucken. Ich wünsche euch was, Leute. Bis später vielleicht. Ihr merkt es ja dann, ne? Und ich wünsche euch viel Spaß bei Meo. Bis später.